Hallihallo und willkommen zurück bei Allein in Walheim. Boah, wir haben hier überall Zinnen, ne? Wenn wir jetzt hier weiter hochlaufen, das merken wir uns natürlich. Oder muss ich jetzt einzelne Punkte markieren? Hier am Dungeon vorbei. Hier fängt nachher das Zinnareal an. Das ist gut zu wissen. Was ist das hier? Eine Distel. Möhrchen. Karottensamen. Nehmen wir lieber die beiden in die Hand. Hier ist auch schon wieder Zinn, ne? Ah, okay. Das hier ist ein Stein. Oh. Hey, Kumpel, na? So. Haben wir? Das nehme ich auch noch mit. Noch eine. Ach. Na gut. Okay, von den Großen sind auf jeden Fall ein paar mehr da als von den Kleinen bei uns. Aber so sei es. Okay, wir laufen hier mal ein Stück weiter. Bin gespannt, was hier noch so auf uns wartet. Hier finde ich es übrigens sehr schön, muss ich sagen. Wir werden bestimmt auch eine Base später im Dunkelwald haben. Dunkler Wald heißt es jetzt. Der dunkler Wald. Zinn. Überall Zinn. Oh Gott. Ja, toll. Das hat jetzt nicht so geklappt, ne? Hauen die gerade ab? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich versuch's, ne? Ich glaube, die Roten sind ziemlich heftig. Hier ist ein Steingebäude. Oh oh. Da könnten definitiv Skelette sein. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh, hier ist überall Zinn, ne? Oh, jetzt haben wir hier mal endlich Blaubeeren. Her damit. Wir haben einen neuen Gegenstand. Jawohl, endlich mal wieder neuer Gegenstand. Juhu. Wir werden jetzt wahrscheinlich keine neuen Sachen lernen, aber. Zumindest haben wir einen neuen Gegenstand. Oh, das sieht aber auch interessant aus hier vorne. Okay. Alles klar, hier geht's rum. Das Steingebäude haben wir schon gesehen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, da jetzt schon. Wow, was ist das denn? Was ist das? Das ist das Steingebäude, ne? Ich versuche es mal so ein bisschen einzukreisen. Wow, okay, die Roten haben es wirklich in sich, ne? Puh, okay, da werde ich mal kurz warten. Das hier finde ich mega schön, auch da vorne mit der Insel und so. Okay. Kann ich noch eine Beere essen? Ja. Das kann ich nicht essen. Das habe ich nicht mehr. Okay.
Okay. So, dann gucken wir mal, was da bei dem Steingebäude los ist. Was ist das hier? Ist doch bestimmt ein Skelett, oder? Hör ich doch. Zinn. Hier, da ist es. Ich sehe es doch. Oh, okay, da kommt schon wieder ein Buddy. Okay, die haben quasi. Wo sind die jetzt? Hallo? Krieg ich die weg oder sind die zu heftig? Wo sind die gerade hingelaufen? Oh. Oh. Ich habe keine Pfeile mehr? Doch, ne? Ja, das ist nicht so gut. Ich muss was essen, irgendwas. Okay, also ich scheine ihn schon zu treffen. Wir sollten einfach reinlaufen, ne? Ganz toll. Ganz super. So, gebt mir alles. Da oben ist noch einer. Okay, warte, ich sterbe gleich. Uff. Warte, 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 warte. Schön entspannt und gechillt hier reinsetzen. Ich brauche kurz ein bisschen Leben. Okay, wird das was doch oder kriege ich jetzt hier noch ein bisschen Leben oder nicht so? So, da müssen wir auf jeden Fall mit dem Schild arbeiten, Leute. Das ist sehr, sehr wichtig. Okay. Noch ein bisschen. Und dann laufen wir nach Hause, weil es wird schon wieder dunkel. Aber am Wasser laufen wir lang. So. Her damit. Komme ich denn da hoch? Ist da irgendwo eine Kiste? Ne, ganz oben bestimmt, ne? Könnte ich mir vorstellen. Da müsste ich, glaube ich, jetzt mal kurz so eine Leiter bauen. So. Kann ich aber nicht, weil. Kein Holz. Nee, klasse. Ich mach mal kurz. Ach, Mist, verdammter. Hier ist garantiert eine Truhe oben. Und ich habe hier keine Möglichkeit, irgendwas abzuholzen, oder? Oder doch? Habe Holz. Wie viele Leitern kann ich denn jetzt bauen?
Müsste einmal hier hin. Hallo? Oder hier? Eigentlich eher hier hin, ne? Da muss ich ran. Ey, sag mal. Wieso geht denn das nicht? Und immer noch fehlende Voraussetzungen. Jetzt lass mich doch in Ruhe, du Blödes. Ich weiß ja nicht, ob da oben eine Kiste ist. Kann natürlich sein, dass da gar keine ist. So, ich hau jetzt erstmal ab. So, pass mal auf. Ja, wir nehmen jetzt unsere Dingsbums wieder, unser Schild. Und da laufen wir mal geschwind wieder zurück nach Hause. Weil, ist besser so, würde ich sagen. Warte mal, ich werde noch mal kurz eine Markierung machen. Da werden wir nämlich noch mal hinlaufen. Am nächsten Tag, würde ich sagen. So, wir machen eine Markierung. Wir sagen, hier ist so ein Dings, keine Ahnung was. Und Steinturm, ja. Zack. Okay. Der Nebel kommt, es wird dunkel. Wir sollten uns jetzt hier verkrümeln. Oh Gott. Das ist eine richtig gute Idee gerade. Siehst du? Wir hätten uns verkrümeln sollen. Oh Gott, da kommen noch mehr. Und ich kann nichts tun. Ich hoffe einfach, die lassen mich in Ruhe. Irgendwann. Ich kann wirklich gar nichts tun gerade. Ich habe keine Ausdauer. Die lassen aber auch nicht ab, ne? Da vorne ist auch schon wieder einer. Großartig. Ich kann die jetzt aber auch nicht mit nach Hause nehmen. Das wäre echt eine doofe Idee. So. Ja, ich hätte auch die ganze Zeit einfach mal normal laufen können. Hätte ich auch wieder Ausdauer bekommen. Ja, mal gucken. Lauf jetzt hier im Kreis, würde ich sagen. Okay. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Okay, ich muss ganz dringend nach Hause, Leute. Das ist super gefährlich hier. Ich habe kaum noch Leben. Neun Leben. WTF. Genau deswegen müssen wir auch ganz dringend die Keule upgraden. Erstmal, dass sie mehr Haltbarkeit hat. Und überhaupt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber zu dem Steinhaus möchte ich gerne nochmal, weil ich mir gut vorstellen kann. Wir bauen ja nochmal ein paar Leitern und so. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass da noch eine Truhe oben ist.
Die würde ich ganz gerne einmal finden. Ich glaube nicht, dass das um ohne Truhe ist. Meine Fresse, du. Ab nach Hause, sag ich dir. Schnell schlafen. Oh Gott. Oha. Sehr knappe Geschichte. Ich möchte halt sehr, sehr ungern hier sterben, weil man natürlich dann auch die Skills irgendwie verlernt, ne? Oder ein paar davon. Ich weiß nicht, wie viele, aber man verlernt halt Dinge und das möchte ich gar nicht unbedingt haben. So, wir haben nur drei Knochen bekommen. Was? Ist das nicht ein bisschen wenig? Na gut, dann werte ich jetzt mal auf. So, haben wir. Aber ganz ehrlich, super wenig. Oh Mann, oh Mann. Nächstes Upgrade brauchen wir 10 Knochen. Aber wir sollten jetzt eine größere Haltbarkeit haben. Das Schild haben wir hier gar nicht drin. Ja, also sehr erfolgreich war das jetzt nicht, ne? Finde ich. Muss ich jetzt mal so sagen. Ist jetzt, hier haben wir jetzt ein bisschen mehr. Okay, das ist ganz cool. Das hier weiß ich nicht, wofür wir das brauchen. Werden wir noch herausfinden. Ja. Gibt nichts weiter. Okay. Habe ich denn noch was liegen lassen? Kann das vielleicht sein? Mysteriös. So. Okay, wir haben das, wir haben das. Hiervon würde ich gerne noch ein paar mehr einpacken wollen. Hier packe ich das noch mit rein. Ist jetzt auch nicht so viel. Eigentlich gar nicht, ne? Warum konnte ich nichts bauen? Weil ich wahrscheinlich dort keine Werkbank hatte, ne? Ja, logisch, ich muss eine Werkbank bauen, ansonsten kann ich keine Treppen bauen. Ich bin ein Horst. Aber echt jetzt. So ein Horst manchmal. Nee, okay, ja, dann brauche ich mich auch nicht wundern. Für eine Werkbank brauche ich auch nur 10 Holz. Okay, ja, dann laufen wir da nochmal hin. Ich packe nur fix das Zeug weg. Moment. Hier, die Steine brauchen wir zum Beispiel nicht. Hier die Saaten noch mit rein. Wo habe ich denn die Blumen? Habe ich die hier? Ja, habe ich. So, hiervon nehmen wir noch ein paar mit. Ja, das kommt hier auch mit rein und das nehmen wir auch wieder mit. So, das passt. Die Dinger noch? Nein. So. 45 Holz ist viel zu viel. Um 85 Pfeile. Okay. Gut. Ich repariere nochmal schnell und dann laufen wir wieder rüber. Wir müssen aber echt gucken, dass wir, sobald es dämmert, abhauen. Das ist echt, echt super gefährlich hier. So, da laufe ich unten am Wasser wieder lang und will zu dem Haus. Oh, immer schön rennen, rennen, rennen. So, den Dungeon machen wir, wenn ich auf drei. Bäh. Ja, ist ja gut. Hallo? Wieso nimmst du denn die Waffe nicht? Was ist denn mit dir? Oh. Ja, das war aber auch mein Fehler jetzt gerade. So, dann lauf mal.
Dann schmeißen wir uns da eine Werkbank hin. Oder sollte ich vielleicht dieses ganze Holzkonstrukt da abreißen? Das wäre vielleicht auch eine Idee. Oh, guck mal. Also die Keule. Die ist aber jetzt um einiges besser, finde ich. Das war jetzt nicht mehr so schwer, ne? So einen blauen Grauzwerg da wegzukriegen. Das ging relativ flott. Okay, bin gespannt, wie das weitergeht. So, weit ist ja nicht mehr. Upp. Springen 12. Ein Traum. Mal hier nochmal lang. So. Da ist das Gebäude. Da ist aber nirgendwo eine Kiste. Hier ist gar nichts. Voll langweilig. Das war total clever. So. So. Hallo. So, hier waren noch ein paar Möhrchensamen. Die hätte ich gerne. Okay. Und hier oben. Also ich hätte... Ist das nicht im Allgemeinen so, dass hier diese Gebäude dann auch irgendwie noch was haben, wo man was looten kann? Da ist so eine Kiste, ich seh's doch. So, wir bauen jetzt hier eine Werkbank hin. So, und dann bauen wir jetzt hier eine Leiter. Oder da, von mir aus. Wie machen wir denn das am blödesten? So, genau. Dann stehen wir hier. Muss ich irgendwie dahin? Ja. Und weg mit dem Hammer und dann gehe ich hier hoch. Ah, schön. Was haben wir denn? Ah, toll. Wow, das ist großartig. Aber es sind Feuersteinpfeile. Ah. So, und das Ding hier werde ich direkt kaputt machen. So. Die Leiter lassen wir stehen. Passt schon. Okay. Werkbank lasse ich auch stehen. Man weiß ja nie, ne? So. Okay, ich würde jetzt gerne noch ein Stückchen weiter. Oder aber wir gucken mal kurz auf die Map. Wie sieht's aus? Hier sind wir zu Hause. Nee, ich würde hier noch ein Stück weiterlaufen. Tatsächlich. Aber bitte gewappnet. Wir brauchen echt noch mehr von diesen Skeletten. Aber ich glaube, dafür müssen wir in den Dungeon rein. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber vielleicht können wir ja mit einem Zweier... mit der Zweierkeule schon da rein. Ist vielleicht gar nicht so abwegig, ha? Hallo. So. Ich glaube, zu viel Holz sollte ich jetzt nicht unbedingt sammeln. Ja, schön den Baum getroffen. So. Also überall Zinn hier, Leute. Wenn wir Zinn suchen später... Laufen wir einfach die Küste lang und machen hier alles weg, was hier rumliegt. Überall haben wir das. Oh, oh, da vorne, dieses pinke Gebilde ist ein Spawner übrigens. Da sollten wir auf keinen Fall hingehen. Das ist super gefährlich. Ich will die Pilze, Leute.
komm her. Ja, das geht um einiges leichter jetzt. Mit Stufe 2. So, Pilze. Sehr gut. Ich denke aber, der Spawner da vorne. Oh Gott. Ich wünschte, ich hätte ein Fernglas. Ich überlege auch, ob wir jetzt einfach mal hier quer durchgehen. Wieso treffe ich den nicht? Oh Gott. Ein Schamane? Warte mal, das war doch jetzt einer aus dem Spawner, oder? Muss ich nicht den Spawner kaputt machen? Boah, überall hin. Oha. Ja. Oh oh. Oh fuck. Okay, das war zu doll für mich. Mistverdammter. Mistverdammter. Shit. Mist. Wo ist der ganze Kram? Gib mir mal das bitte. Noch mal ein paar Klamotten. Ich nehme jetzt die Axt einfach mit und dieses Schild. So. So, dann gib mir noch was zu essen. Das war jetzt wirklich doof. Ja? So, okay, wir essen. Und dann muss ich da jetzt hinlaufen. Kein Fähigkeitenabzug? Warum? Das war das erste Mal jetzt hier, oder? Aufstehen, du bist noch nicht fertig, Krieger. Jedes Mal, wenn du niedergestreckt wirst, vergisst du einen kleinen Teil deiner Fähigkeiten. Und du lässt deinen Besitz fallen an dem Ort, an dem dich der Tod umarmt hat. Wenn du dir jetzt inzwischen wünschen solltest, wieder zu Hause zu sein, dann empfehle ich dir, dort ein Bett zu bauen, wo auch immer du dich nun zu Hause fühlst. Okay. So, wenn ich schneller laufen möchte, muss ich vielleicht auch einfach mal los. So, das ist jetzt ein Problem hier. Vor allem, oh Gott, es wird auch noch dunkel, Leute. Ich habe mein ganzes Zeug da drinne. Ich kann jetzt unmöglich. Oder? Ich kann doch jetzt nicht. Wie spät ist denn das hier gerade? Wie spät ist das, Leute? Sollte ich vielleicht lieber pennen gehen?
Was war das denn? Okay. Wir haben aber keine Kiste, ne? Aber vielleicht ist ja hier was, was man ausbuddeln kann später. Ne, wir laufen nach Hause. Es wird gerade dunkel. Wir laufen am nächsten Tag holen den Loot. Das ist mir jetzt gerade zu gefährlich, weil scheinbar kommen die jetzt alle wieder hier aus dem Wald geeiert. Und das muss nicht sein. So, wie weit ist das? Wir müssen dahin. Jo. Nice Geschichte, Leute. Aber ich sag mal, ich sehe Sterne, ne? Also wird es gleich dunkel werden. Und zwar richtig dunkel. Und dann schlafen wir lieber ein bisschen. Und dann schleichen wir uns ran hinten und holen unseren Loot zurück. So der Plan. So, okay. Pfeil und Bogen habe ich nicht mehr. Blöd. Also merken, nicht zum Spawner laufen, wenn du noch nicht mal Eiktyr besiegt hast. Keine gute Idee. Und die sind ja nicht umsonst so weit zu sehen, ne? Also, ich würde sagen, ihr Lieben, das war's in dieser Folge. Und morgen, beziehungsweise übermorgen bei euch, wird es dann weitergehen. Nachdem wir hier ausgeruht sind, ziehen wir dann einmal hier durch. Ich glaube, wir rennen einfach durch den Wald. Ist das eine gute Idee? Einmal quer durch? Wir versuchen das einfach mal. Mehr als sterben geht ja hier auch nicht. Und dann holen wir unseren Loot zurück. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.